Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Geistführerbotschaft für euch. Ihr habt die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir den Amazonit. Pile Nummer 2 haben wir den Zoisit. Und Pile Nummer 3 haben wir den Varsit. Ich packe euch wie immer die Timestamps in die Infobox, gebe euch die Auswahlmeditation und wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Pile wieder. Bis gleich. Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt den Amazonit gewählt und wir schauen mal, was bei euch gerade wichtig ist. Okay, also es fühlt sich so ein bisschen an, als ob so eine gewisse Kühle gerade da ist, ob es jetzt eine Kühle innerlich ist oder äußerlich, aber ich habe das Gefühl, da ist gerade ein Rückzug, eine Distanz. Es fühlt sich an, als ob sich Dinge im Kreis drehen. Es ist aber eine Lehrlektion, in der du gerade bist. Also du hast gerade eine Lernlektion, vielleicht sogar auch eine partnerschaftliche. Vielleicht machst du gerade eine Krise durch, was deinen Partner angeht. Vielleicht machst du Krise durch, was Freundschaft angeht. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du vieles hinterfragst. Dich, dein Verhalten, dein Leben. Also du bist gerade in einer Phase, wo das Leben ein bisschen anstrengend ist, aber alles, was gerade passiert, genau so sein soll und sich auch so entwickeln soll. Und du einfach nur mit offenen Augen durchs Leben gehen sollst und dich nicht einigeln sollst und nicht kommunizieren sollst, aber du sollst zulassen, was gerade passiert. Und auch daraus lernen und auch dein Wissen anwenden, wenn du welches hast für dich. Du sollst dich nicht überrennen lassen, aber gleichzeitig sollst du sehen, dass das, was jetzt gerade alles passiert, wichtig ist. Ja, du sollst dich ausdehnen, du sollst Platz einnehmen, du sollst nicht wegrennen. Kommunizieren, durchsetzen, was dir wichtig ist, Dinge ansprechen, die wichtig sind für dich. Und es kann sein, dass du dich in der Zeit wie das schwarze Schaf fühlst, aber das gehört dazu, weil da kommen alte Traumata, alte Erinnerungen von früher hoch, die jetzt bearbeitet werden durch diese Themen, die gerade bei dir aktiv sind. Und du sollst dir auch erlauben, einfach zu fühlen, was du fühlst, jeden Schmerz, jeden Kummer. Und das wird auch wieder weggehen. Ja, nimm Rücksicht auf dich, versuche nicht immer Rücksicht auf jeden und alles zu nehmen. Steh zu dir, deinen Bedürfnissen, deinen Wünschen. Ansonsten wirst du dich nämlich früher oder später wieder gefangen fühlen. Das ist nämlich eines der Probleme, weswegen das überhaupt gerade alles passiert. Du fühlst dich sehr oft gefangen. Vielleicht hältst du dich auch manchmal in dir selbst gefangen. Vielleicht sagst du und tust du nicht alles, was du wirklich möchtest. Und das ist die perfekte Situation, um dich aus diesem Gefängnis rauszuholen. Das kann dich überfordern, das kann sein, dass das gerade für dich ein bisschen viel ist, das verstehe ich. Deswegen gestehe dir auch ein, dass du Rücksicht nehmen musst dir gegenüber, weil gerade wenn man schwierige Themen anspricht, vielleicht Themen, die man immer meiden wollte, Sachen, die anstrengend sind, dann kann es sein, dass einen schnell überfordert und dass man ausgebrannt ist. Und deswegen ist es umso mehr wichtig, Rücksicht auf sich selbst zu nehmen, ja, auf dich aufpassen. Das ist gerade dein Thema, auf dich aufpassen, deine Themen auszuprobieren. Zu sprechen, zu kommunizieren, aber eben währenddessen auch auf dich aufpassen und dich nicht verausgaben. Und du bist nämlich auch bereit, jetzt aus deinem Gefängnis auch rauszukommen und dich auch in Zukunft zu verwirklichen.
Und das hat jetzt auch alles Hand und Fuß, was gerade passiert, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt. Ja, du sollst aus dem Ganzen Inspiration mitnehmen. Was bringt dir das alles? Wo siehst du Stärken aus dieser Situation? Wo willst du vielleicht Verhaltensweisen nie wieder an den Tag legen? Wo brichst du endlich aus deiner Routine, aus deiner Angst? Ja, vielleicht hast du Angst zu versagen und das gehört auch mit dazu. Immer wenn man was Neues macht oder wenn man sich was traut, hat man Angst zu versagen. Oft ist das auch der Grund, warum man gar nicht erst was macht oder gar nicht erst was anstrebt oder gar nicht erst was sagt. Aber Versagen gehört zum Leben dazu, dass Dinge auseinandergehen, Beziehungen auseinanderbrechen, Freundschaften auseinanderbrechen. Das gehört alles mit zum Leben dazu, weil das Leben im ständigen Wandel ist und nichts immer von Dauer ist. Es gibt Dinge, die sind von Dauer, aber es gibt eben auch Dinge, die sind nicht von Dauer. Ja, und vielleicht ist die Zeit jetzt hier ein bisschen schnell und viel, auch für deinen Kopf. Und vielleicht kannst du das nicht alles so verarbeiten. Aber ich soll dir sagen, dass das auch eine Zeit geben wird, wo das auch verarbeitet werden kann. Und du sollst, habe ich das Gefühl, dich auch mal dafür bewundern, wie du das alles durchmachst und durchhältst und wie du wächst und gedeihst und wie du dich entwickelst. Und ja, und dass du auch viel channelst und auch in Zukunft viel channeln sollst, dass du viel mehr mit deinen Geistführern kommunizieren sollst. Viel mehr in der, sagen wir mal, auf der spirituellen Ebene dich auf dich verlassen sollst und nicht so unbedingt aufs Außen, nicht unbedingt aufs Außen, auf die Menschen, das, was sie sagen und tun, sondern auf dein Bauchgefühl, sodass du erstens nicht mehr groß überrascht werden kannst, Dinge schon vorher siehst, deswegen mit Situationen besser umgehen kannst und dich nicht abhängig machst vom Außen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was ich hier sehe, Abhängigkeit von Beziehung, von Partnerschaft, vom Außen, von den Gefühlen anderer und dass du relativ negativ manchmal noch über dich denkst und fühlst und dass es wichtig ist, daran zu arbeiten, dass wenn auch mal was auseinandergeht oder nicht klappt, dass du nicht automatisch in ein Loch fällst und deine Gefühle mit dir machen, was sie wollen, sondern dass du da eine gewisse Kontrolle drüber hast und auch lernst zu verstehen, warum das mit dir passiert und auch heilst. Also weil ich habe das Gefühl, wenn Dinge hochkommen, die sich unangenehm anfühlen, will man sie oft wegdrücken, man will sie oft bekämpfen, man will oft andere Gefühle drüber stülpen oder schnell eine Lösung finden. Aber wichtig ist auch, diese Gefühle mal zu fühlen, sie durchzustehen, nicht gleich eine Lösung zu suchen, nicht gleich sie weghaben zu wollen und einfach mal durch den Körper passieren lassen, sodass sie von alleine weniger werden können und entweichen können. Und dann wirst du nämlich merken, dass viele Dinge auch aufgestaute Energie ist aus früheren Geschichten aus deiner früheren Kindheit oder aus deinen früheren Erlebnissen und dass das unverarbeitete Gefühle sind, die da noch in dir feststecken, die mit der Situation jetzt gerade eigentlich wenig zu tun haben. Die Situation, die du jetzt hast, nur ein Auslöser ist und dass du immer wieder in deinem Leben vielleicht in Situationen kommst, die dem vielleicht ähneln, aber du wirst immer weniger dich getriggert fühlen, immer weniger Angst vor Dingen haben und immer mehr in deine Macht und Stärke kommen und dass du das jetzt als Chance sehen sollst, dass du dich gerade weiterentwickelst und dass es dir in Zukunft besser gehen wird. Und manchmal muss man durch den Mist durchgehen, damit der Mist kein Mist mehr ist. Ja. Okay, das war kurz und schmerzlos, aber das ist das, was ich jetzt für dich durchbekommen habe. Falls du dich noch zu einem anderen Paar hingezogen fühlst, schau dir den gerne an. Falls du ein persönliches Reading buchen willst, findest du das unter www.orakelria.com. Falls du mir eine Spende zukommen lassen willst, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit, falls du kein PayPal nutzt. Schau auch gerne auf meinen Zweitkanal Orakelrias Welt zum Entspannen, Relaxen und Runterkommen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Hallo, Paar Nummer 2. Ihr habt den Suizid gewählt und wir schauen mal, was bei euch hier wichtig ist. Okay, ganz viel Ruhe. Vielleicht braucht ihr auch Ruhe, um klar denken zu können, klar fühlen zu können. Da sind ein paar Leute, die euch vielleicht verwirren. Vielleicht ist es auch euer eigener Kopf, der euch verwirrt. Vielleicht sind es auch Freunde, die euch verwirren. Auf jeden Fall ist da gerade vom Universum gewollt, dass du ein bisschen Klarheit schaffst in deinem Leben, dass du dich nicht zu sehr leiten lässt von dem, was andere sagen oder wollen oder können oder machen. Weil hier ist so ein gewisser Einfluss, der da drin liegt, der dich nicht so richtig frei denken und fühlen lässt. Sei es Menschen, wie gesagt, die direkt Kontakt haben oder einfach eine Erinnerung, abgespeicherte Gefühle, weil du bist gerade auf dem Weg, dich selbst zu finden und immer mehr du selbst zu sein und klar zu denken und klar zu fühlen und gar nicht mehr so verwirrt zu sein. Aber das liegt daran, dass du ja schon eine Menge durchgemacht hast und auch eine Menge schon erkannt hast. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es gerade jetzt wichtig ist, jeden Gedanken, der dich irgendwie hindert oder der dir
ein schlechtes Gefühl gibt, der dich eingesperrt sein lässt, dass du dem nicht glaubst, ja. Und dass du auch, falls irgendjemand vielleicht in deinem Leben gerade Stunk macht, weil wir haben ja nicht ohne Grund den Magier drin liegen, irgendjemand, der dich ärgert, der anstrengend ist, versuche bitte nicht, dieses Gefühl mit dieser Person zu harmonisieren und in Einklang zu kommen, weil du wirst mit dieser Person nicht in Harmonie kommen. Du kannst nur mit dir selbst in Harmonie kommen, indem du akzeptierst, was du fühlst, aber auch akzeptierst, dass vieles, was du über dich selbst denkst, gar nicht so stimmt, vor allem die negativen Sachen. Ja, und dass es gerade darum geht, deinen Selbstwert zu erkennen. Inwieweit hat eine andere Person noch Einfluss auf das, wie du über dich fühlst? Inwieweit kann eine andere Person dich beeinflussen? Ihr Verhalten, inwieweit bist du abhängig davon? Ja. Und es kann sein, dass du jetzt noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen musst und dass noch das ein oder andere passieren muss, so dass du immer mehr zu dir findest. Aber ich habe das Gefühl, du bist auf einem guten Weg. Du respektierst dich auch immer mehr, auch deine Andersartigkeit. Der Wassermann ist so absolut anders. Also die Wassermann-Energie ist so nicht von dieser Welt, sehr zukunftsorientiert, sehr weise, sehr frei. Und ich sehe, dass du dich dahin entwickelst zu diesem freien Geist, der einfach für sich selbst da ist, der auch für andere da ist, aber der vor allen Dingen auch für sich da ist und auch an sich glaubt. Ja, und das ist gerade, was passiert. Du holst oder aktivierst den Heiler, die Heilerin in dir, einmal um dich selbst zu heilen, um dir selbst ein Kraftort zu sein und ein Mensch zu sein, der für dich da ist und gleichzeitig, um natürlich auch eine Energie auf der Welt auszustrahlen, weil immer wenn man sich selbst irgendwo heilt, heilt man automatisch auch irgendwo Menschen um sich drumherum. Das heißt nicht jeden und das ist auch nicht deine Aufgabe, jeden zu heilen, aber es passiert sehr oft, dass man dann automatisch anderen mit eine Energie gibt. Deswegen, sobald du versuchst, jemanden ruhig zu stellen und ins Gleichgewicht zu bringen, verlierst du Macht. Und Macht jetzt nicht in dem Sinne, oh, ich habe Macht über Menschen, sondern Macht über dich. Du verlierst Macht über dich, über deine Gefühlslage, über deine Situation, wenn du immer versuchst, es allen recht zu machen, people pleasen, ja, jede Stimmung und jeden Stress zu vermeiden bei anderen, das wird dich was kosten. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass du dich selbst respektierst, das, was du möchtest, das, was für dich wichtig ist und dich nicht rumschubsen und ärgern lässt. Ganz wichtig. Und vielleicht lernst du in nächster Zeit auch noch das ein oder andere über dich. Vielleicht informierst du dich über bestimmte Sachen. Vielleicht erfährst du auch etwas durch deine Geistführer und das nimmst du dann immer mehr auf. Aber ich habe auch das Gefühl, du nimmst auch immer mehr an, wer du wirklich bist. Ich glaube, das ist auch so ein Kampf, den du manchmal in dir führst. Interessant. Ihr seid nicht von hier. Ist vielleicht der Kampf, dass du dich anzweifelst, bin ich so nicht und bilde ich mir das vielleicht mal ein, ja. Also du bist gerade in einer Phase, wo du auflöst, es immer allen recht zu machen, immer für jeden da zu sein. Ja. Und das wird auch ein bisschen Kummer hervorbringen, weil es wird dir zeigen, wie oft du das in deinem Leben schon gemacht hast, wie oft du für andere da warst und Menschen vielleicht nicht für dich da waren, wie oft du dich vielleicht sogar aufgeopfert hast, wie oft du dich vielleicht auch schon übergangen bist oder du verzichten musstest. Und vielleicht kann es sogar sein, dass du jetzt durch eine Phase gehst, wo du auch verzichten musst, wo du vielleicht auf Dinge, Abläufe, Routinen, Menschen verzichten musst. Aber das ist für ein größeres Ganzes. Und das hilft dir auch, deine Überzeugung über dich selbst, gerade die negativen Überzeugungen, aufzulösen. Ja, und du bist genug. Das musst du immer wieder für dich auch erkennen, dass du genug bist, egal was jemand anderes tut, sagt, macht. Und das ist ein Heilungsweg, der ist nicht immer einfach, aber der läuft. Ja, und du machst es gut und bist schon auf einem guten Weg und du wirst es auch immer weiter gut machen. Knick nicht ein, nur weil im Außen vielleicht irgendwas mal schwierig ist. Vertrau dir mehr. Sei mehr für dich da. Hab auch ein bisschen Spaß. Nimm das Leben nicht zu ernst, auch wenn es sich immer ernst anfühlt. Man kann eine Mischung haben aus Ernsthaftigkeit und Spielerei. Das ist das, was das Leben ausmacht, wenn man von allem etwas hat. Und du bist eine Kriegerin oder ein Krieger, der sich jetzt gerade durchboxt. Ja, das ist gerade eine Zeit, wo du dich durchboxt, wo du dich nicht irritieren lassen sollst von irgendwelchen Sprüchen oder irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Dingen. Ja, guck, inwieweit das Außen. Und ich will nicht sagen, das Außen kann uns nicht beeinflussen, weil es kann uns beeinflussen. Aber wir haben immer noch die Macht darüber, wie sehr wir uns selbst hassen
oder ob wir uns mögen in der Zeit. Ja, wir können sagen, oh Gott, das Außen nervt mich gerade oder die Menschen nerven mich oder Verhalten nervt mich oder ich bin enttäuscht oder ich bin traurig, ich bin wütend. Und gleichzeitig darf man sich aber mögen, annehmen, sich gut über sich selbst fühlen und muss nicht böse in irgendeiner Form auf sich selbst sein. Das ist nämlich das. Man neigt manchmal dazu, wenn das Außen vielleicht gerade nicht so funktioniert oder Störungen sind oder Entfernungen sind oder was auch immer, dass man manchmal auch böse auf sich selbst ist und man denkt, man ist vielleicht nicht gut genug oder man schafft vielleicht was nicht oder hat was nicht richtig gemacht. Und darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, dass du bei dir die Schuld suchst, sondern dass du lernst anzunehmen, dass Dinge passieren können, ohne dass du dazu beiträgst, ohne dass jetzt irgendwas ist und dass es gut so ist, wie es gerade ist und dass du deinen Weg gehst. Ja? Dass du gerade deinen Weg gehst und dass du es, wie gesagt, nicht allen recht machst. Das ist auch ganz wichtig. Okay, meine Lieben, das war es jetzt zu Peil Nummer 2. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlt, schaut den gerne an. Falls ihr ein persönliches Reading buchen wollt, findet ihr das unter www.orakelrea.com. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit, falls ihr kein PayPal nutzt. Und schaut auch gerne auf meinen Zweitkanal Orakelreas Welt zum Entspannen, Relaxen, Runterkommen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt den Variszit gewählt. Wir schauen mal, was für euch hier durchkommt, was wichtig ist. Okay. Man könnte fast sagen, ihr kommt aus einer Zeit, wo der Kopf ein bisschen freier und loser sein konnte, zu einer Zeit, wo ihr euch stärker konzentrieren müsst, wo ihr gucken müsst, wer in eurem Leben zu euch passt, wer nicht zu euch passt, wo das Geld hinfließt, wo die Energie hinfließt, die Finanzen, der Beruf. Kann sein, dass da bestimmte Stolpersteine gerade aufkommen, dass ihr vielleicht eine gewisse Ungeduld manchmal habt. Vielleicht seid ihr von einer Ahnungslosigkeit zu einer Konzentriertheit gekommen oder das entwickelt sich noch. Ihr seid auf jeden Fall in Zukunft sehr wachsam und ihr achtet genauer, wo euer Geld hinfließt, Energie hinfließt. Vielleicht auch ein paar Familienstrukturen, die aufbrechen. Ja, es geht wirklich ums Fokussieren. Der Wassermann ist jetzt nicht der Größte, der fokussiert, aber es geht in diese Richtung und auch Entscheidungen zu treffen für dich, für deine Zukunft, für dein Leben. Wo willst du hin? Wie soll es für dich weitergehen? Kann sein, dass du den einen oder anderen Menschen jetzt nochmal bei dir hast. Entweder, das muss nicht für alle zutreffen, manche kriegen nochmal Besuch, manche haben nochmal Gespräche, manche treffen nochmal Leute, manche kriegen spontan Besuch. Auf jeden Fall, wenn da jemand kommt, lass dich nicht aus dem Gleichgewicht jagen. Es ist oft so, wenn manche Eltern zu Besuch kommen oder Familie, dass sie dann auf einmal von ihrem Weg abkommen, weil ne, Familie will manchmal was anderes für einen selbst als man selbst. Deswegen auch hier das Stier-Familienthema. Und es kann sogar sein, wenn du eine Entscheidung für dich triffst, die du in Zukunft machen möchtest, also was du machen möchtest, kann es sein, dass du es erstmal verdauen musst oder eben, dass Menschen um dich drumherum das verdauen müssen und dass sie sich nicht so wohl damit fühlen und dir das vielleicht sogar zeigen. Und ich würde sagen, du sollst, wie gesagt, hier nicht deine Meinung davon abhängig machen, was für dich richtig ist oder was nicht. Weil wir können uns Ratschlag von anderen holen, aber wir dürfen auch immer noch bei uns selbst bleiben und die Entscheidung für uns treffen. Weil letztendlich ist es dein Leben, dein Bauchgefühl, deine Fokussierung, dein Ziel. Und viele da draußen können das meistens nämlich gar nicht nachvollziehen, was man da in sich fühlt oder wo es für einen hingeht. Und vielleicht ist es sogar so, dass deine Zukunft, die du dir jetzt wünschst, für manche vielleicht sogar etwas ist, was sie sich niemals trauen würden und deswegen es dir versuchen auch auszureden. Und unser Verstand kann manchmal auch so reden wie die Welt da draußen. Es muss noch nicht mal aktiv jemand im Leben sein, es kann einfach nur der Verstand sein, der versucht, die Dinge auszureden. Es wird ein bisschen stagnieren in nächster Zeit. Das liegt aber daran, dass es darum geht, dass deine Entscheidung gefestigt werden soll, dass du wirklich weißt, wer du bist und wo du hin willst. Und manchmal ist die Stagnation auch ein Zeichen dafür, dass noch ein paar andere Themen geklärt werden. Ja, manchmal sind es Beziehungen, die einen festhalten, manchmal sind es Glaubenssätze über einen selbst. Ja, du bist nicht allein, das soll ich dir auch sagen. Du bist nicht allein bei deinen Entscheidungen. Du brauchst keine Angst haben, dass du das alles alleine triffst. Und für die, die sich fragen, ob sie sich in Zukunft beschäftigen werden, beruflich vielleicht, vielleicht bist du auf der Suche, vielleicht ist gerade eine Stagnation beruflich gesehen, da wird etwas kommen, dass du wieder beschäftigt bist, dass du auch Geld verdienst, dass Geld reinkommt. Ja, und vielleicht bist du momentan auch auf so einem Zug aufgesprungen, wo du eben Einsiedler sein musst bei deinen Entscheidungen, weil dir andere nicht helfen können, weil sie nicht in deiner Haut stecken, weil sie keine Ahnung haben, wie es gerade für dich ist. Vielleicht können sie ein Verständnis für dich haben, aber sie können dich halt nicht komplett nachvollziehen, weil sie eben ein anderes Leben führen oder halt eine andere Person sind. Ne?
Und du darfst auch ruhig mehr verrückt sein, mehr deine weirde, spirituelle Art und Weise, dein Bauchgefühl, Entscheidungen treffen, die nicht immer logisch sein müssen. Ja. Und vielleicht fühlt sich das momentan, was du erlebt hast, auch ein bisschen fremd an. Oder auch die nächste Zeit könnte sich ein bisschen fremd anfühlen. Vielleicht hat das mit deinem früheren Leben wenig zu tun und es entwickelt sich immer weiter in was Neues, was du eben nicht kennst. Und das kann dir Angst machen. Aber gleichzeitig ist es auch eine Zeit, wo jetzt gerade Dinge erledigt werden, die erledigt werden müssen. Und wo du keine Angst vorhaben sollst, dass sie passieren. Es ist gerade erwünscht, es ist erwünscht, dass du da bist. Es ist erwünscht, dass Dinge passieren. Es ist erwünscht, ja, was da gerade erledigt wird. Du sollst auch deine Kreativität ausleben, ist auch interessant, weil der Stier steht auch für die Kreativität, zumindest die Venus da drin. Also sei kreativ, leb dich aus. Manchmal ist es so, das Leben kann einen überfordern, Entscheidungen können einen überfordern, es kann alles anstrengend sein. Geh zur Kreativität, um ein bisschen Entspannung wieder zu bekommen. Ja, um deinen Geist frei zu machen, um nicht zu sehr nachzudenken und zu grübeln. Lenk dich ein bisschen ab. Und du wirst wahrscheinlich auch gezwungen sein, in nächster Zeit immer mal wieder die Maske zu tragen für Themen, die dich vielleicht gerade beschäftigen, die wichtig sind. Es kann sein, dass, um Dinge zu erledigen, du nicht immer du sein kannst. Das wird wahrscheinlich ein Kampf sein zwischen du bist du und gleichzeitig bist du aber manchmal auch nicht du. Einfach, weil man nicht immer allen Menschen erklären kann, warum man ist, wie man gerade ist. Und manchmal ist das auch zu viel für einen selber und dann maskiert man noch ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, das wird in Zukunft immer weniger, diese Maske. Diese Maskerade und du erhältst den Durchbruch. Das kann ein beruflicher Durchbruch sein, das kann ein finanzieller Durchbruch sein, das kann endlich ein Thema sein, was aus der Familie kommt, was erledigt wird, was nicht mehr Thema wird, was einfach ad acta gelegt wird, wo du gar nicht mehr dich mit beschäftigst. Und ja, du wirst dich selbst mehr annehmen können. Das ist ganz oft, wenn man ein Thema endlich erledigt hat oder endlich ja, sich davon lösen kann, dann kann man komischerweise sich immer richtig doll annehmen. Man kann auf einmal sein Leben annehmen, man kann annehmen, was mit einem passiert, man kann manchmal seine Vergangenheit besser annehmen, aber auch, wer man ist, ja, dass man verrückter ist, dass man Entscheidungen eben auf seine Art und Weise trifft, dass vielleicht manche Dinge manchmal stagnieren, aber es ist okay, es macht einen nicht mehr wuschig, es macht einen nicht mehr verrückt, man hat nicht mehr sofort Angst, man versteht, dass das Leben in Phasen passiert und dass alles seine Funktion hat und nichts falsch ist, nur weil es mal gerade nicht so läuft. Und guck ein bisschen, wer sich bei dir einmischt, weil ich habe hier die Schlange, die kann für Heilung stehen, die kann aber auch dafür stehen, dass dir jemand versucht, ein bisschen, ne, reinzukrätschen und deine Entscheidung zu beeinflussen oder eben auch vorgibt, jemand zu sein, der er nicht ist. Passt da ein bisschen auf. Vielleicht hat dich auch jemand schon überrumpelt, vielleicht hattest du auch in der Vergangenheit schon mit einer Schlange zu tun, die nicht ehrlich war und die nur ihr Bestes im Blick hatte, aber nicht deins. Und vielleicht ist das ein Thema, was gerade hochkommt, dass Menschen dich benutzt, ausgenutzt, hintergangen haben. Das kann auch nochmal sein, dass man manchmal im Leben getriggert wird durch Themen, die aktuell sind, die aber mit der Vergangenheit zu tun haben. Und das heißt nicht, dass sie im Jetzt nicht trotzdem wehtun und nicht trotzdem unfair sind. Aber der Schmerz, den du fühlst, der kommt aus einer viel tieferen Ebene. Und den darfst du gerne angucken, damit solche Menschen nicht mehr groß aktiv sein können in deinem Leben, sodass du dir nicht mehr unbedingt annimmst, was sie tun. Und sodass du auch weißt, wie du mit denen umgehst, dass du die mehr aus deinem Leben rauspackst und klarere Grenzen setzt. Weil ich habe das Gefühl, dass es auch so ein Thema Grenzen setzen, weil der Wassermann neigt dazu, manchmal alle lieb zu haben, für alles Beste zu wollen, dieser Welt alle Liebe und Schönheit geben zu wollen, aber gleichzeitig sich selbst vernachlässigt und auf sich nicht aufpasst und dadurch auch manchmal zu kurz kommt. Und das ist eigentlich nicht gut für einen selbst, weil wir wissen alle, wenn wir zu kurz kommen, geht die Energie flöten, wir fühlen uns nicht gut, wir fühlen uns nicht sicher und wir fühlen uns im Leben auch nicht aufgehoben. Und deswegen ganz wichtig, dass du hier auf dich aufpasst und dich mehr auf dich und deine Ziele fokussierst und nicht zu sehr auf das, was andere möchten oder sich wünschen, sondern ja, dass du der Mittelpunkt bist und eben auch alles ein bisschen ausklamüserst, was passt nicht, was hat nicht gepasst, was ist immer noch in dir aktiv und hält dich manchmal zurück oder bremst dich aus oder glaubt nicht an dich. Ja, weil das wird nämlich durchbrochen in Zukunft. Okay, meine Lieben, das ist jetzt das, was ich zu Peil Nummer 3 für euch durchbekommen habe. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil gezogen fühlt, schaut den gerne an. Falls ihr ein persönliches Reading buchen wollt, findet ihr das unter www.orakelrea.com. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Webseite oder hier auf YouTube. Und schaut doch gerne auf meinen Zweitkanal Orakel Reas Welt zum Entspannen, Relaxen, Runterkommen. Wir sehen uns bald wieder.